Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Horden Klartext. Es geht heute um Verdi und ihre Drückerkolonnen. Jetzt! Was meint wieder der Horn damit? Verdi und Drückerkolonnen. Ich meine, normalerweise kennt man das von irgendwelchen Verkaufsstellen bei irgendwelchen Zeitschriften, ja, dass die irgendwo oder auch diese Tiervereine und mittlerweile ja auch beim DRK und ich weiß nicht was. Also überall stehen diese Drückerkolonnen an irgendwelchen kleinen Tischchen und dann versuchen sie einem so auf Mitleidmäßig, dem Motto, wollen sie nicht Mitglied bei uns werden, ja, und ihre Kohle monatlich abdrücken. Also, ich meine, das ist alles schon extrem schwierig geworden und ich meine, es ist immer noch unfassbar, dass es doch sehr viele Menschen gibt anscheinend, die sich von diesen Leuten beeinflussen lassen und eben auch noch unterschreiben. Ich meine, ihr müsst euch mal völlig klar sein, wenn ihr irgendwo etwas unterschreibt und euren Namen dort hinterlasst, dann sind das Daten, die euch vielleicht mal irgendwann auf die Füße fallen können. Ich meine, es ist ja jedem seine eigene Sache, aber ich meine, man muss auch mal ein bisschen realistisch durch die Welt gehen und die Augen aufhaben. Und ihr wisst ja, der Horn, der geht nicht tunnelblicktechnisch durch die Welt, sondern der geht natürlich offen durch die Welt und kommt in Hamburg an und geht so durch die Mönckebergstraße und denkt, was ist das denn da vorne? Da steht da Verdi und Gewerkschaftsstand, ja, und dann stehen da so zwei junge Leute, so ein junges Mädchen und so ein junger Typ und die machen so ein bisschen drückerkolonnentechnisch, sagen schon mal hier, ja, ich bin von Verdi und wollen Sie nicht Mitglied werden und etc. Also, und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, da habe ich dieser jungen Dame, ja, der habe ich dann ganz klar gesagt, wissen Sie, das ist sehr nett, dass Sie mir das jetzt hier anbieten, aber erstmal weiß ich gar nicht, ob Sie von Verdi sind. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal bei Verdi anrufen. So, hat der Horn natürlich dann anschließend gemacht. Komme ich aber gleich zu. Also habe ich der Dame erstmal gesagt, diesem jungen Fräulein, ja. Fräulein, dann sag ich schon wieder mich. Ah, der Horn hat wieder Fräulein gesagt. Das sagt man doch gar nicht. Pass mal auf, der Horn sagt Dinge sowieso, was man nicht sagt. Der Horn sagt es einfach. Ja, das ist der Unterschied zu viel. Andere sind immer so, oh Gott, das darf man nicht sagen, wie furchtbar, ja. Zigeunerschnitzel, ja. Oder Mohrenkopf, da schüttelt sich der Horn, ja. Meine Güte, also kommt mal wieder ein bisschen runter auf die Realität, auf die Dinge. Es gibt extrem wichtigere Dinge da draußen. Menschen verlieren ihren Job, Menschen verlieren ihr Leben. Das sind wichtige Argumente. Aber sich wegen Pillepalle aufzuhaben, also aufzuregen, das muss ich sagen, ist nicht das Thema, was den Horn aufregt. Mich erregen Dinge wie diese jungen Leute, die da irgendwelche, wie Drückerkolonnen irgendwas verkaufen und das eben im Auftrag von Verdi. Und das stimmte wirklich. Ich habe ja bei Verdi dann angerufen danach und habe dann rausgekriegt, ja, die stehen da an der Mönckebergstraße und machen Mitgliedschaftswerbung. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, warum sollte ich denn jetzt, wenn ich komme, der Horn, warum sollte ich bei so ihm, wenn die mich anspricht, warum sollte ich bei denen Mitglied sein? Ich gebe doch gar keinen Grund. Sollte ich Mitglied bei Verdi sein, obwohl ich überhaupt kein Arbeitnehmer bin? Ich meine, ich bin wenn überhaupt selbstständig und dann Arbeitgeber, aber da habe ich doch nichts zu tun. Aber das wird dann so abgecheckt, ja, dann unter dem Motto, arbeiten Sie irgendwo, etc., was machen Sie denn? Ich meine, überleg mal, da kommt jemand mich auf der Straße fragen, was machen Sie denn? Das ist doch schon eine Frechheit. Wie kann denn Verdi so eine scheiß Mitgliedergeschichte, Werbegeschichte machen? Also, jetzt kommen wir dazu. Also, das ist das, wo ich meine, dass eben diese Gewerkschaften heute nicht mehr kapieren, um was es geht. Sie denken, wir können so einen Stand aufstellen und schalten noch ein paar Instagram-Fotos und dann kommen schon die Mitglieder von selbst. Nein. Mitglieder, hallo Gewerkschaft, ja? Hallo Gewerkschaften. Mitglieder bekomme ich durch Leistung, Überzeugung und mit Fakten und Argumenten. Wenn ich also hingehe und sozusagen mich nicht als Gewerkschaftssekretär verkaufe und nachher nicht bei der Gewerkschaft bin, sondern wenn ich sozusagen die Leute an die Arbeitgeber verkauft habe und anschließend bei dem Arbeitgeber, an die ich sie verkauft habe, nachher irgendwo in der Personalabteilung sitze. Das sind die Probleme, warum ihr keine Mitglieder mehr habt. Das ist Realität. Ich sage nur Opel. Ich brauche so sagen, Opel, was da stattgefunden hat vor einigen Jahren, genau das ist ja passiert. Und bei Lufthansa war es ja auch nicht anders. Ja, man war die Frau, die im Endeffekt da hier groß zu Lütt gemacht hat, die war dann nachher im Personalrat bei Lufthansa. Also ich meine, von Air Berlin nach Lufthansa. Wir erinnern uns, ja. Die war jetzt nicht gewerkschaftlich, aber so gehen ja diese Strippen. Und genau das ist das, was Arbeiter oder Arbeitnehmer wahrnehmen. Das heißt, sie kriegen mit, sie werden verarscht. Und sie werden auch noch verarscht von der eigenen Gewerkschaft. Da ist Verdi nicht ausgeschlossen. Ich meine, es hat mich immer wieder begeistert, und ich bin wirklich kein Linker, dass zum Beispiel gewisse linke Politiker eigentlich eine ganz interessante Einstellung haben. Und sie haben auch immer versucht, mit den Gewerkschaften zusammenzuarbeiten. Aber im Endeffekt auch gerade, was zum Beispiel die LSG in Frankfurt anbelangt. In Frankfurt war nur irgendeine Parteidame von der Linken, die war immer bei der LSG und hat die sozusagen betreut, fast täglich. Von der Gewerkschaft kam einmal einer die Woche.
Das muss man sich mal vorstellen. Also, das sind alles so Dinge, die natürlich, wenn man dann jetzt so eine Drückerkolonne da sieht, wo also welche verkaufen, also Mitgliedschaften verkaufen, weil sie natürlich schon merken, es werden immer weniger Mitglieder. Und das ist ja auch verständlich. Ich meine, was will ich denn mit einer Mitgliedschaft, wenn ich gar keine Arbeit mehr habe? Also hat die Gewerkschaft doch von vornherein schon extrem schlechte Arbeit geleistet. Eine Gewerkschaft. Und jetzt kommen wir mal zum Urthema. Ich will das mal kurz erklären, was es überhaupt, was das heißt, was es bedeutet, damit man da draußen, der ein oder andere, der überhaupt keine Ahnung, was ist denn das überhaupt Gewerkschaft? Da höre ich immer nur negative Geschichten. Eine Gewerkschaft, liebe Freunde, ist grundsätzlich etwas ganz Fantastisches. Auch im Endeffekt überhaupt nicht dramatisch innerhalb einer Firma. Also ich meine, Ryanair hat ja bis heute noch keine Gewerkschaft. Der ist immer dabei und sobald der merkt, er will eine Gewerkschaft gründen, bupp, haut er das rein. Das bedeutet doch, dass hier jemand ausbeutet. Denn da, wo eine Gewerkschaft ist, ist die Ausbeutung nicht mehr so möglich. Weil es eben einen Betriebsrat gibt, weil es eben eine Vereinigung gibt, weil die Mitarbeiter sich miteinander zusammengeschlossen haben und sie auch noch eine Gewerkschaft haben, dass im Fall des Falles, wenn es eben wirklich zu einem Grenzfall kommt, dass man eben auch streiken kann. Denn sonst fehlt ja das Geld. Und ich meine, viele haben ja auch Kinder, haben Familie, haben Wohnung, haben Haus, es muss ja weiter bezahlt werden. Und da ist natürlich ein Streikgeld, wenn man schon streikt für seine eigenen Rechte, was ja bei uns Gott sei Dank noch der Fall sein kann, ist das natürlich sehr wichtig. Das bedeutet also nochmal für alle, die es nicht wissen, die gewerkschaftliche Zusammenhalt, die Entstehung, die ja auch in Amerika speziell, wenn ich noch so an uralte Bilder denke, wo es also noch darum ging, auch Streikbrecher, wo die sich gegenseitig bekämpft haben und so, ja, und die dann vor der Tür gestanden haben und dann überhaupt dieses Gewerkschaftssystem überhaupt erstmal so angefangen haben, da muss ich sagen, Gewerkschaften sind in unserer heutigen Zeit vielleicht vom Gefühl nicht mehr notwendig, aber sie sind eher notwendiger denn je. Eine Gewerkschaft ist heute notwendiger denn je. Leider sind sie extrem schlecht. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige Gewerkschaften, die auch für diese Mitarbeiter, also für die Mitarbeiter der Firmen, für die Mitglieder, eine echte gewerkschaftliche Arbeit machen. Weil meistens sitzen die da als Funktionär in irgendwelchen Gewerkschaftspositionen, dann trinken sie einen Kaffee, dann gucken sie sich diese Schreibgeschichte an, was da so täglich kommt, dann machen sie ein paar Gespräche mal mit dem Betriebsrat und dann gehen sie mal dahin und so. So, aber die Hauptarbeit, das machen eigentlich die, die auch direkt bei den Mitarbeitern vor Ort sind. Das heißt, und das sind meistens keine Sekretäre. Auch da, es gibt ja diese Hierarchien in den Gewerkschaften. Also es heißt, wenn ich also heute eine Gewerkschaft habe, jetzt nehmen wir mal an, wirklich die Verdi. Die Verdi ist ja eine alteingesessene Gewerkschaft, auch zusammengeschustert aus Kunst und Kultur und also, ja, das ist ja dieses, die wurden ja mal, die gab es ja früher alle mal einzeln und die sind ja jetzt mittlerweile sozusagen auch in der Verdi als Gesamtgewerkschaft, weil schon so viele Mitarbeiter damals ja auch schon entlassen worden sind und eben weniger geworden sind und einfach die Mitglieder fehlten. Das heißt, eine Gewerkschaft ist eigentlich nur so gut wie ihre Mitglieder. Heißt also, wenn eine Gewerkschaft viele Mitglieder hat, dann kann sie natürlich auch extrem viel durchsetzen. Erinnern wir uns nur IG Metall. Das hat man immer noch irgendwie in Erinnerung. Eine IG Metall hatte also immer, wenn es um Abschlüsse ging, da waren die ganz vorne und da haben die gesagt, wir wollen 6% und da haben die nachher 5,5 gekriegt. Ja, also meistens immer das, was sie wollten. Weil sie einfach stark organisiert waren. Und dann kam was? Da kam China, da kam Asien, da wurde der ganze Metallbereich halbiert, die Dinger wurden dicht gemacht, da kommt noch Fridays for Future, die geben denen jetzt noch den Rest. Da brauchst du die IG Metall und Bau und sowas, die brauchst du alle nicht mehr, weil die Leute keine Arbeit mehr haben und auch gar keinen Job mehr haben. Also von der Seite sind diese ganzen Gewerkschaften, bupp, mit einem Schlag weg. Und ich meine, das all das ist natürlich ein Riesenball. Und wenn es dann da anfängt und da anfängt und da anfängt, dann sind das natürlich irgendwann Probleme. Und wenn jetzt, und das ist das, was ich am Anfang so ganz kurz angesprochen habe, wenn jetzt eine Verdi solche extremen Fehler macht, wie sie sie gerade macht, denn ich meine, wir haben Pandemie, in dieser Pandemiezeit zu streiken, also ich meine, da ist der Hund, da sagt der Hund, bei denen ist irgendwie ein Vogel locker. Also wirklich, da muss ich meinem Vogel extrem viel Wasser geben, weil so viel Dummsinn kann man ja gar nicht machen. Und jetzt im Endeffekt 4 oder 5% zu verlangen, ist abartig, ist horrend, ist so weit weg von Gut und Böse. Und in der Zeit, da seht ihr, was diese Verdi, was da für Köpfe hocken, ich sage, der Fisch stinkt am Kopf. Der Fisch stinkt am Kopf. Die machen so viel Dummsinn im Moment. Für mich jetzt als Betrachter, ich betrachte das ja nur von außen. Es ist ja nur mein persönlicher Eindruck, ja. Das heißt also, ich sehe, dass sozusagen, es heißt, jetzt wird gestreikt.
die Müllabfuhr streikt und der Busfahrer streikt und ich meine, Entschuldigung. Wir haben im Moment eine extreme Notsituation. Alle sind am Arsch, alle. Von den Hotels bis hin, ich weiß nicht wohin. Und alle müssen in irgendeiner Form verlieren ihren Job, verlieren ihre Arbeit, indem sie, ich sag mal so, in diesen 65%, wie nennt sie das noch, in Kurzarbeit sind. Sie müssen sich was Neues suchen. Ich denke nur gerade an die Lufthansa-Piloten, die ja gerade in der Ausbildung stecken, da in Bremen. Und dann heißt es auf einmal, pass mal auf, sucht euch mal einen neuen Job. So, also es gibt ja im Moment so viele Probleme, dass jetzt ein Streik die völlig falsche Geschichte ist, speziell bei denen es gut geht. Der Verdi, also deswegen habe ich nicht kapiert, dass die Verdi überhaupt nicht drüber nachdenken. Da sitzen keine Menschen mehr, die denken. Denn bei der Müllabfuhr, also das heißt, wenn ich jetzt gerade mal Hamburg sehe, wenn ich jetzt die Hamburger Müllabfuhr sehe, ich meine, die kriegen jeden Monat durch die Pandemiezeit durch oder nicht, kriegen die ihr Geld. Und sorry, ich meine, was ist das denn eigentlich für ein Bullshit, dass ich dann höre oder lese von der Verdi oder von dieser Müllabfuhrabteilung da, wir leisten unseren Beitrag in der Pandemiezeit. Was denn für ein Beitrag? Ihr macht nicht mehr und nicht weniger als sonst. Ihr müsst Müll holen, müsst den Müll da reinsetzen, hochstehen und dafür kriegt ihr zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Ich meine, das ist ein extrem gut bezahlter Job, die Müllabfuhr. Über was reden die immer? Und wenn die dann immer schon... Ich meine, da mache ich mir mal extra Klartext, Müllabfuhr. Das ist wirklich, und genau auch noch diese Straßenwacht, ja, wenn die da immer so stehen, soll eigentlich im Endeffekt den Gras mähen und stehen an der Seite und machen Zigarettchenpause. Also das ist ja alles, ich sag mal, etwas, was man mal zusammen sehen muss. In einer Zeit wie jetzt, einer Pandemie, einen Streik zu machen, von der Verdi aus, mit Menschen, also das heißt mit einer Berufssparte, Müllabfuhr, öffentlicher Dienst, ist unerträglich. Also ich meine, wenn es darum geht, dass man sagt, dass die Müllabfuhr jetzt streikt, weil sie ja ihre Arbeit gemacht hat in der Pandemiezeit. Also als allein diese Aussage, da muss ich sagen, da habe ich keine Worte für. Also habe ich auch kein Verständnis für, auch nicht als Bürger. Da sage ich, das ist falsch. Das ist nicht richtig. Denn die haben in der Zwischenzeit genau ihr Geld bekommen wie bisher. Sie haben nicht ein Gramm mehr gearbeitet als vorher. Das ist Fakt und Realität. Und im Endeffekt kriegen die einen top bezahlten Job. Das können nicht alle sagen. Ich glaube nicht, dass bei der Müllabfuhr irgendeiner in Kurzarbeit ist, oder? Habt ihr gehört, dass bei der Müllabfuhr einer in Kurzarbeit ist? Ich glaube nicht. Aber hunderttausende Menschen sind in Kurzarbeit woanders und die müssen jetzt zu ihrem Job und die wollen ihren Müllbeutel morgens da reinschmeißen und nicht drüber nachdenken, ob der Müllbeutel am Abend noch da ist. Sondern die sind mit ihrer Lebensstruktur beschäftigt, die sind mit ihrer Arbeit beschäftigt. Habe ich meinen Job überhaupt noch morgen? Was mache ich denn? Ich habe meine Abzahlung, ich muss die Kredite klären. Dann habe ich mir das Auto geholt, weil das und das. Ja, dann habe ich das umgestellt, jetzt auf dem Fahrrad. Das sind die Dinge, die Menschen beschäftigt und die sie quält. Aber jetzt zu streiken ist sowas von frech. Es ist sowas von unverschämt. Und deswegen kriegt die Verdi von mir ein extremes No-Go da, wo sie hätten sein sollen, nämlich zu den Zeiten, wo es um die ganzen Hanseaten geht oder wo es darum geht, eine gewerkschaftliche, betriebsrätliche Geschichte einzuführen, um eben lauter eher und so weiter mal so Bums reinzudonnern. Da versagen sie auf ganzer Strecke, sind sie nicht bereit, irgendwas zu machen. Und dass sie auch immer wieder zugelassen haben und nicht laut sich artikuliert haben, vor allen Dingen auch, ich sag mal so laut, dass hätte was passieren müssen in der ganzen Schlachterei, da haben die alle versagt. Diese ganzen Gewerkschafter haben alle versagt, weil es sie einen Scheiß interessiert hat. Das ist meine persönliche Einstellung, das ist das, was ich sehe. Und das, was im Endeffekt ja durch auch viele Meldungen etc. immer wieder da, also tagesaktuell rüberkommt und wo dann anschließend die Gewerkschaft kommt, ja, wir haben das ja immer gesagt, aber sie haben nichts getan, sie haben nichts gemacht und das kreide ich diesen Gewerkschaften an, dass sie zu Hause in ihren Büros hocken mit ihrem fetten Arsch, sorry für fetter Arsch, und nichts tun und die Arbeitnehmer sozusagen da draußen alleine haben ihre Mitglieder auf der Straße stehen lassen. Aber wen sie unterstützen, sind die, die gut versorgt sind, die Müllabfuhr und irgendwelche, sondern andere im öffentlichen Dienst arbeitenden Mitarbeiter, die im Endeffekt ihr Gehalt monatlich weiterbekommen haben, ihre Rentenzahlung weiterbekommen haben, nicht ein Gramm Kurzarbeit erleben mussten und dann auch noch da rumpöseln und sagen, ja, wir haben ja in der Pandemiezeit auch unsere Arbeiter. Ja, Entschuldigung, dafür wurden sie ja bezahlt. Dafür wurden sie ja auch bezahlt, dass sie diese Arbeit machen. Ist also völlig einfach. Und wenn ich jetzt auch noch solche Drückerkolonnen sehe, heißt, das kam ja dann zusammen. Deswegen ist dieses Klartext überhaupt entstanden. Das heißt, ich sehe diese Drückerkolonne und denke, die schicken jetzt die Leute, wo die Leute im Moment streiken. Und man ja eigentlich, an dem Tag ging ja in Hamburg nichts. Das heißt,
Da hast du kaum ein Taxi gekriegt, weil die U-Bahn, die S-Bahn, alles fuhr nicht. Und ich meine, die haben alle keine Kurzarbeit. Ja? Die Müllabfuhr kam nicht und ich weiß ja Geier was. Und du musstest also dann, wenn, mit Fahrrad fahren oder hast eben, wenn du Glück hast, noch ein Taxi gekriegt. Und dann gehen die hin und schicken die Drückerinnen los, um irgendwelche Mitglieder zu werben. Ich meine, Entschuldigung. Also da haben sie den Zug nicht gehört. Die haben sozusagen den Pfiff auch nicht gehört. Und ich muss sagen, also wer dieses Jahr streikt, gehört mal gehörig einen in den Arsch getreten. Dass man überlegt für 21 und dass man dort wieder Dinge zusammenpackt, das ist mir klar. Aber das, was jetzt die Verdi macht, das ist hochkriminell, wie ich das finde. Das ist unverantwortungslos. Das ist sozusagen das Allerletzte, was man in der Zeit jetzt machen kann, weil ich als Bürger dafür kein Verständnis habe. Ist ein Go! Hier bei der Horn Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen. Logisch bei der Horn und weiterempfehlen.